Vor vielen tausend Jahren, zur Urzeit also, durchflogen den Planeten schier grenzenlose Vorräte an Naturenergie. Proto-Groudon und Proto-Kyogre lieferten sich im Streit um diese Energie immer wieder erbitterte Kämpfe. Die Menschen waren angesichts der gewaltigen Kraft der beiden Pokémon in ihrer Proto-Form völlig machtlos. Es blieb ihnen nichts übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass die Schrecken bald ein Ende nehmen würden. Zur gleichen Zeit stürzte aus dem Dunkel des Alls hoch über den Wolken unzählige Meteore auf unseren Planeten herab. Sie schlugen in die Wasserfälle einer Gegend ein, in der ein Volk von Drachen-Pokémon-Trainern lebte. So, das reicht erstmal. Das war Kapitel 1 der Geschichte. Legen wir hier eine Pause ein. Kapitel 2 bekommst du im nächsten Stock zu hören. Freu dich schon mal drauf. Ja. Finale der Delta-Episode in Pokémon Omega Rubin. Wir sind hier im Himmelturm. Etwas anders gestaltet, eher ein bisschen brüchig. Es gibt hier aber auch Secrets, die man nicht vergessen darf. Nur, ich weiß aktuell nicht, wie man ans rankommt. Ach so, jetzt weiß ich's. Da rumgehen. Und dann kann man da hochklettern. Dann gibt's hier Drachenhaut. Verstärkt Drachenattacken. Ist ganz schön passend. Natürlich möchte man uns hier eine Geschichte über Raikaze erzählen und warum hier ausgerechnet. Es klingt wirklich so, wie wenn jemand im Hintergrund Orgeln spielt. Richtige Live-Musik. Gefällt mir. Und es gibt ja auch Pokémon, extrem stark. Ich glaube, die stärksten im gesamten Spiel. So, nächstes Kapitel. Oh, da bist du ja. Dann kann es weitergehen. Du bist bestimmt schon auf Kapitel 2 gespannt, was? Also dann. Trommelwirbel, die Spannung steigt. Die Meteoriten strahlten in allen Farben des Regenbogens, als seien sie zum Leben erwacht. Plötzlich fuhr ein in smaragdgrünes Licht gehülltes Pokémon vom Himmel herab. Es war, als würde es vom Licht der Meteoriten magisch angezogen werden. Dieses Pokémon war Raikaze. Raikaze zwang die beiden Pokémon trotz ihrer Protoform in die Knie und gab so dem Planeten den Frieden zurück. Die Bewohner der Höhenregion feierten Raikaze fordern als ihren Weltenretter. Dann, tausend Jahre später, fiel ein weiterer Meteorit aus dem All auf unseren Planeten herab. Er war deutlich größer als seine Vorgänger und bohrte beim Aufprall mit seiner unglaublichen Masse ein gewaltiges Loch in Meer und Morast. Dieser gigantische Krater sollte später einmal den Namen Xenoroville tragen. Interessant. So, damit wären wir auch schon am Ende von Kapitel 2 angelangt. Aber das war bisher alles noch Vorgeplänkel. Wenn du mehr hören möchtest, dann folge mir. Klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Was damals denn so alles passiert ist. Also Höhen ist nach Kalos und Einal die Region mit den meisten Mythen, würde ich sagen. Beziehungsweise eigentlich alle Regionen bis auf Kanto haben irgendwelche speziellen Mythen. Ich würde sogar sagen, Johto und Kanto haben die wenigsten. Weil, wenn ich mir das so anhöre, das ist ja schwarz-weiß-like. So langsam nähert sich die Geschichte ihrem Höhepunkt. Wo waren wir noch gleich? Ach ja, durch den Meteorit entstand das zukünftige Xenoroville. Nach dem Einschlag des gigantischen Meteoriten suchte eine uralte Bedrohung die Menschen heim. Menschheit, was weiß ich. Der Aufprall hatte Risse in den Boden Höhens getrieben, aus denen nun die Naturenergie einströmte, aus denen, ja, die tief unter der Erde gespeichert war. Diese Energie erweckte Proto-Groudon und Proto-Kyogre wieder aus ihrem Schlaf und mit ihnen ihren alten Zwist. Die Menschen sehnten sich nach einem Retter und erinnerten sich an die Ereignisse von vor tausend Jahren, als das ins smaragdgrünes Licht gehüllte Pokémon erschienen war. Doch dann geschah es. Der Meteorit, der inmitten des heutigen Xenoroville eingeschlagen war, begann in leuchtend hellen Farben zu erstrahlen. Der Anblick glich einem gigantischen Schlüsselstein. Und ein weiteres Mal schoss Raikaze vom Himmel herab. Raikaze hatte das Flehen der Leute erhört. Dies waren
Diese waren ihm sehr dankbar und legten noch größere Hoffnungen in das Pokémon. Daraufhin vollzog Raikaza eine Wandlung. Es verschwand im grellen Licht und trat daraus in einer Form hervor, die kein Mensch je zuvor gesehen hatte. Seine neue Form war noch erhabener. Seine überbordende Lebenskraft noch überwältigender. Raikazas Verwandlung war nicht nur eine Reaktion auf das regenbogenfarbene Leuchten des Meteoriten, sondern auch auf die Hoffnung der Menschen. Hoffnung, ein äußerst nicht erkennbares Gefühl, das im Grunde genommen ein Ausdruck von Ungewissheit ist. Doch eben dieses Gefühl hatte Menschen und Pokémon enger zusammendrücken lassen oder rücken lassen und Raikaza zu seiner neuen Form verholfen. Na, erinnert dich diese Geschichte an etwas, an irgendwas? Exakt, genauso funktioniert auch die Mega-Entwicklung. Ich habe doch gar nichts gesagt. Okay, es scheint noch höher zu gehen. Kann man sich das überhaupt in 3D ansehen? Tatsächlich ist in 3D ansehbar. Also einer der wenigen Orte. Interessant. Aber ich will die Geschichte weiter anhören. Wie die Geschichte ausging, willst du wissen? Nun, die Hoffnung der Menschen hatte Raikaza eine neue Form verliehen. Aber hat sie am Ende auch wirklich gerettet? Aber irgendwie ist die auch ein bisschen nervig, die Geschichte. Raikaza stellt sich erneut zwischen Proto-Groudon und Proto-Kyogre. Als sein gülden leuchtender Bart am Himmel glänzte, meine Güte, Bärte, die haben es wirklich mit Bärten. Mario trägt den Bart, ist ein Held. Also alle Helden in der Nintendo-Welt tragen Bärte. Erhellte ein smaragdgrünes Licht die Umgebung und es zog ein stürmischer Wind auf. Das Licht und der Wind beraubten Proto-Groudon und Proto-Kyogre im Nu ihrer gewaltigen urzeitlichen Kräfte. Und so zogen sich die beiden Pokémon wieder zurück, das eine ins Erdreich, das andere ins Meer. Nachdem Raikaza dies gesehen hatte, nahm es wieder seine ursprüngliche Gestalt an und stieg wieder zum Himmelszelt auf. Ein Mann von rätselhafter Gestalt aus einer fernen Region wurde Zeuge dieses Schauspiels. Er sprach folgende Worte. Delta, du kamst geboren aus der Not des Planeten. Die Hoffnung und die Zuversicht der Menschen verbanden dich mit uns und riefen dich in dieser Welt, in diese Welt, deren Not du in Frieden verwandelst. So kam es, dass die Meteoraner einen gewaltigen Turm errichteten, um ihrem himmlischen Retter nahe zu sein. Dies war ihre Art, Raikaza und dem regenbogenfarbenen Gestein der Quelle seiner Kraft Tribut zu zollen. Also Dank. All ihre Nachfahren sollten die Geschichte rund um die Heldentaten Raikazas, die sie mit eigenen Augen beobachtet hatten, erfahren. Aus diesem Grund ließen sie schließlich ein Wandbild anfertigen. Ein gewaltiger Turm mit einem Wandbild, das die Geschichte Höhlens erzählt. Ich werde das Gefühl nicht los, erst vor kurzem irgendwo genau so einen Turm gesehen zu haben. Dir geht's da bestimmt ähnlich, nicht wahr? Aber gut, wir sind beim letzten Kapitel meiner Geschichte angelangt. Okay. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Meine Güte, so viel Platz und der ist auch komplett irgendwie zerstört, also wenn man da runterfällt, das wünsche ich keinem. Okay, Perspektivenwechsel. So, die große Leiter, die scheint wahrscheinlich zu bedeuten, dass es hier zur Spitze geht. Gut, kommen wir nun zu dem Schlusskapitel. Es folgten 1000 Jahre des Friedens. Aufgrund des zyklischen Verlaufs der vergangenen Desaster ahnten die Meteoraner, dass irgendwann ein weiterer Meteorit auf den Planet herabstürzen würde. Sie prophezeiten, dass dieser Meteorit doppelt so groß sein würde wie der vorherige und beim Aufprall den gesamten Planeten vernichten würde. Die Hüter der Geschichte grübelten lange, wie sich diese komische Krise aufhalten ließe. Sie sahen nur eine einzige Lösung. Raikaza, ihr Weltenretter, würde beschworen werden müssen, bevor der Meteorit einschlüge. Und das war's.
Das ist das Ende der Geschichte von uns Meteoranern. Ich habe mir lange den Kopf darüber zerbrochen, wie sich das Glück möglichst vieler beschützen ließe. Ich habe die Kraft und das Wissen, um etwas anzurichten, als sehe ich es als meine Pflicht an. Auszurichten, ja. Auch etwas beizutragen. Ich habe meine Vorstellungskraft bis ans Äußerste ausgereizt, um das Werk derer zu vervollständigen, denen dies nicht vergönnt war. So, wenn ihr jetzt glaubt, die ist jetzt mit dem Labern... Was? Es gibt nochmal eine Leiter? Die ist jetzt bezüglich des Laberns am Ende. Kann ich euch sagen, es geht oben an der Spitze weiter. Mit einem Ritual. Okay, hier gibt es nochmal eine VM. Oder TM, Explosion. Starke Attacke, auch wenn sie nichts bringt, wenn das Pokémon des Gegners deutlich stärker ist. Aber den Turm haben sie toll gestaltet, auch wenn ich nicht verstehe, warum bei so vielen Trümmern hier Leitern stehen. So ist es komischerweise Nacht, ich verstehe es nicht. Aber gut. Sieh mal, Avelina. Du hast doch gesagt, du würdest gerne einmal den Meteorschauer im Sternbild Leofeu sehen. So viele Sternschnuppen, die nur darauf warten, auf uns herabzuregnen. Ach, der kleine Löwe. Flup, flup, flummi. Na, freust du dich? Freust du dich, Avelina? Haha. Willkommen beim Drachenbeschwörungsaltar, Lukas. Du hast bereits erraten, was ich vorhabe, nicht wahr? Was? Genau, ich werde Raikasa rufen, damit es den Meteor, der Kurs auf die Höhenregion genommen hat, vernichtet. Das ist unsere Mission. Schon seit ich klein war, habe ich stets meinen Blick gen Himmel gerichtet. Wenn mein Herz unter der Last der Angst zu zerbrechen drohte, wenn mein Herz vor Trauer und Schmerz zu zerreißen drohte, immer blickte ich hinauf und niemals eine Träne vergießen zu müssen. Was ist mit dir? Ist es dir auch schon mal so gegangen? Ja, ich verstehe. So wie jetzt sah ich immer zu den Sternen hinauf, auch mit Avelina. Ob glückliche oder traurige Zeiten, wir haben sie immer gemeinsam durchlebt. Ich habe sie geliebt. Ich habe sie von ganzem Herzen geliebt. Aber jetzt ist sie nicht mehr bei mir. Aha. Ach, sie fehlt mir so. Ich vermisse sie so sehr. Meine kleine Avelina. Blume. Bitte, gib mir einen Moment. Ich möchte eine Weile mit meinen Erinnerungen an Avelina allein sein. Blub, blub. Okay, jetzt haben wir hier eine ganze Nacht verharrt. Guten Morgen, bist du schon wach? Du hast sehr tief geschlafen. Du siehst niedlich aus, wenn du schläfst. Also gut, dann werde ich mal. Ich möchte mich entschuldigen für alles. Falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich um dieses Pokémon, bitte. Ach, zu den Seelen unserer Ahnen, die diesem Edelstein innewohnen, gestellt sich nun auch meine Seele. Gesellt sich nun auch meine Seele. Amalias Schlüsselstein beginnt zu leuchten. Ich flehe dich an, erhöre unsere Bitte. Errette uns! Errette uns, Raikasa! Hallo. Eine andere Kampfmusik als gegen Grubbin und Kyogre. Also von den Tönen her. Raikasa,
geschafft, ich hab's geschafft. Die Welt ist noch nicht verloren. Avelina, es hat funktioniert. Und nun, Raikasa, höre mein Flehen. Offenbare uns deine Mega-Entwicklung, deine wahre Kraft, deine wahre Form, welche die Welt retten wird. Amara Schlüsselstein zeigt keine Reaktion. Ja, das ist tatsächlich das einzige Pokémon, wo sowas nicht funktioniert. Mit der Mega-Entwicklung. Was geht hier vor? Ich habe genügend Schlüsselsteine gesammelt, um deiner Kraft standhalten zu können. Und du bist erschienen. Und dennoch, warum? Bitte, ich flehe dich an, führe die Mega-Entwicklung durch. Warum? Warum tust du es nicht? Ja, immer noch keine Reaktion. Rar, wir fressen. Das kann nicht sein. Liegt es etwa an Raikasa? Ist es seine Kraft, die nicht ausreicht? Raikasa sollte eigentlich genügend Meteoritenmasse für eine Mega-Entwicklung in seinem Körper tragen. Aber offenbar reicht sie doch nicht aus. Haben die letzten 1000 Jahre seine Kraft geschwächt? Nein! Shit! Nein, das kann nicht. Das kann einfach nicht wahr sein. So war das nicht geplant. Das war gar nicht drin. All meine Bemühungen waren... Avelina, ich kann nicht mehr. Der Meteorit von Lukas beginnt plötzlich zu leuchten. Leute, was das bedeutet und wie das hier weitergeht, im nächsten Part. Ciao.